gelaufen? Jungs? Ja, ganz schön. Ist es so gelaufen, wie du wolltest? Ja, also es war ein spannender Kampf. Hat mir Spaß gemacht. Ich würde mal wieder gerne gegen dich kämpfen. Wir sehen uns nicht. Du bist ja noch ein sehr junger Fighter, also insofern wird deine Karriere geht ja gerade erst los. Kratzt sich sowas am Ego, wenn du zwischendurch so einen Schaukampf mal verlierst zwischendurch, oder gehört das jetzt? Natürlich nicht, das gehört zum Sport dazu. Das muss wieder ein anderer werden. Wir drücken die Daumen für die Zukunft. Alles gut gemacht. Axel, wie schätzt du den Kampf ein? Ja, das war ein spannender Kampf. Die Jungs haben das echt gut gemacht. Ich bin begeistert, obwohl ich euch ja schon im Training gesehen habe. Nein, das war toll und ich denke, das ist doch immer was anderes, wenn da eben halt ein paar Leute mehr zugucken, weil man hat schon gesehen, wir haben das eigentlich nicht so gedacht, dass es so hart wird, wenn man so sagen darf. Beim Schaukampf ist ja mehr so ein bisschen zeigen und so, aber das spult sich dann, wie gesagt, hoch, weil du sagst, oh, jetzt hat er mich getroffen, jetzt will ich aber zurück. Und gerade das Publikum heizt natürlich an. Das kann natürlich vom Vorteil sein, kann auch, sag mal, nach hinten losgehen, weil du überpäst dich dann. Und das ist dann als Profi, wenn du in mehreren Runden gehst, ganz, ganz entscheidend. Sind die 3 Jahre Unterschied, machen die viel aus? Also ich meine, er ist auf dem Weg zum Profi mit 20, er ist hat drei Jahre mehr Erfahrung als Kämpfer? Nee, das macht dann wirklich im Alter erst was aus. Also in dem Jahrgang oder in der Spalte macht er eigentlich noch nichts aus. Also von der Seite ist es noch relativ relaxed und ich denke, beide werden ihren Weg machen. Das ist ja das Schöne dran. So, wir sehen heute noch einen weiteren Kampf. Dazu kann unser Kampfrichter etwas erzählen. Was sehen wir heute noch? Gut, wir haben heute noch einen weiteren Kampf für euch. Auch zwei interessante Boxer. 16:30 ist so eingeplant. Wir hoffen, dass ihr wieder zahlreich erscheint. Und ich denke, wird sportlich wieder eine sehr schöne Sache hier am Cashpoint statt. Bis nachher. Dann verabschieden wir